Ihr seht hier das Samsung Ace und wir schauen uns die Internetfunktion von diesem Gerät einmal genauer an. Das Gerät wird unterstützt von GPRS, WLAN, Edge, WAP, WAP 2.0, UMTS und HSDPA. Außerdem haben wir hier noch die Funktion All Share. Diese verbindet das Gerät mit einem Fernseher oder einem Server. Zeige ich einmal ganz kurz, damit ihr auch das gesehen habt. Datei von meinem Telefon auf einem anderen Player wiedergeben. Da kann man zum Beispiel einen Film, den man hier auf diesem Gerät hat, auf einem Fernseher darstellen, auch in HD. Ja, also das ist eine Funktion der Verbindung, aber wir haben Internet, wie gesagt, über WLAN. Versuchen wir jetzt einfach mal zu surfen. Und zwar gehen wir da auf den Internetbrowser. Der wird jetzt gestartet. Hier oben www.google.com. So. Und so sieht das aus. Wenn ich mich jetzt hier so rüber bewege, sieht man, da oben ist diese Leiste, wo ich eine URL eingeben kann, beziehungsweise hier habe ich meine Favoriten. Ich gehe mal auf Favoriten, denn hier habe ich schon einen Favorit hinzugefügt. www.handy-mc.de kann ich hier auch schließen direkt. Wir warten und hier wird die Seite geladen. Ihr kennt die Seite, hier sind viele Icons, viel Schrift. Videos sind auch vorhanden, das dauert ein wenig, aber es geht. Die Seite ist geladen, wir haben Pinch to Zoom, wir können uns hier über die Seite bewegen und da muss ich sagen, das funktioniert flüssig, der Touchscreen, der reagiert sensibel, da hat man keine Probleme beim Surfen, das ist auf jeden Fall ein schönes Surferlebnis, das macht auf jeden Fall Spaß. Das reicht, um in der Straßenbahn einfach das Gerät rauszuholen und auf Internetseiten herumzusurfen. Einmal ranzoomen. So schnell geht das. Also, da kann man sich echt nicht beschweren. Was haben wir jetzt hier für Optionen? Wenn ich Optionen auswählen möchte, drücke ich hier auf diesen gerade nicht beleuchteten Knopf oder Touchknopf für Optionen. Mache ich jetzt, leuchtet er. So, und was sehen wir hier? Wir können ein neues Fenster öffnen. Mache ich einmal. So, jetzt wird Google geöffnet. Was sehen wir also? Das Gerät ist multitaskfähig. Wir haben hier mehrere Fenster geöffnet, können zwischen diesen Fenstern hin und her springen und können auch bestimmte Fenster, die wir gerade nicht mehr brauchen, hier oben rechts in der Ecke schließen. So, zurück zu www.handy-mc.de und hier haben wir die Möglichkeit, das Fenster zu aktualisieren. Außerdem können wir hier vor und zurück bewegen, uns vor und zurück bewegen, wenn wir uns bereits im Internet herumbewegt haben, also Videos angeguckt haben und so weiter und so fort. Dann haben wir hier Lesezeichen hinzufügen. So, da wählen wir dann die Seite aus, den Ort, können noch den Ordner auswählen. Und was haben wir noch? Wir haben weitere Optionen. Schnellzugriffe starten, RSS-Feeds auf Seite finden, Seiteninfo, Seite freigeben, Download, Einstellungen. Relativ simpel, relativ gut verständlich. Geht auch sehr, sehr schnell hier, dass wir auf diesen Seiten uns herumbewegen und herumnavigieren. Also das ist wirklich eine gute Funktion. Jetzt testen wir noch einmal ganz schnell, wie schnell ein Video geladen wird. Wir drücken hier einmal drauf. Und jetzt werden wir auf die nächste Seite weitergeleitet und warten einmal ab. Das Video startet jetzt nicht, obwohl es eigentlich starten sollte. Wir drücken nochmal drauf. Jetzt fragt er uns, wollen wir zu unserem YouTube-Client, wollen wir im Internet weiterschauen? Und dann kann man hier einen Standard festlegen. Wir gehen mal ins Internet und werden auf youtube.com weitergeleitet. Und ja, so sieht das aus. Jetzt sind wir hier auf der Seite. Hier werden noch andere Videos angezeigt. Wir machen einmal Play. So. Medienlautstärke können wir hier unten verändern. Geht aber recht schnell. Also auch hier kann man sagen, das funktioniert gut und schnell. Da kann man sich nicht beschweren. Internet surfen, das macht Spaß. Einmal kurz den Client von YouTube angucken, akzeptieren drücken. Und hier kriegen wir Vorschläge. Hier können wir suchen. Also auch das ist ein gutes Feature. Wir haben aber noch mehr Clients, zum Beispiel Facebook. Da kommen wir jetzt zu unserem Client und hier sehen wir unsere News, die wir selbst gepostet haben. Fotos von der Cebit, die neuesten Geräte. Dann haben wir hier natürlich, wenn wir einmal auf zurückdrücken, Freunde, Profil, Orte, Gruppen, Chat und so weiter und so fort. Das funktioniert gut. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Schnellzugriff auf Facebook ist auf jeden Fall wichtig. Was haben wir noch für Clients? Wir gucken weiter. Wir haben Social Hub. Hier werden Nachrichten verbunden mit Facebook-Nachrichten, Twitter und so weiter. Alles wird kombiniert. Push-E-Mails kann dieses Gerät auch empfangen. Also das ist super. Ja, und dann haben wir hier noch Latitude, News, Wetter. Das wird natürlich alles immer mit dem Internet synchronisiert. Wir haben einige Widgets, die man herunterladen kann und auf dem Homescreen anlegen kann. Also, man muss sagen, also das Gerät ist wirklich schnell und das Surfen macht Spaß.